Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Car Mechanic Simulator 2018. In der letzten Folge war die Musik etwas zu laut, tut mir leid, da habe ich ehrlich nicht drauf aufgepasst. Ich wollte sie eigentlich leiser gemacht haben, habe es aber vergessen. Das Problem mit unserem Radmontagegerät, das war tatsächlich ein Bug. Der jetzt aber, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, behoben ist. So, Teils zerlegen. Möchtest du Felge Lots demontieren? Hier sieht man jetzt schon, der Text fehlte letztes Mal. So. Und jetzt macht er auch was. Wunderbar. Weil die Räder haben wir ja schon gekauft. So, Bauteile nehmen wir runter. Zerlegen wir mal das nächste Teil. Ja. Machen wir nämlich die vier Räder hier runter. Und ziehen neue drauf. So wie sich das gehört. Das ist eigentlich ein deutlicher Fortschritt zum 2015, ne? Weil da gab es das ja nicht. Da konnte ich das Rad komplett vom Auto montieren und komplett neu wieder drauf. Aber das Zerlegen, das ging nicht. So, jetzt montieren wir drauf. Die Felge. Den Reifen. Jawohl. So. Nehmen wir runter. Montieren wir die nächste. Jawohl. Was ich ein bisschen traurig finde, ist, dass schon in der ersten Mission direkt so ein Bug ist, dass man das Spiel überhaupt nicht weiterspielen kann. Vor allen Dingen in Anbetracht dessen, dass der Spielestart vorneweg schon mal gleich um eine Woche verschoben wurde. Es hätte ja eigentlich nicht am 28., sondern schon den Freitag vorher rauskommen sollen. Und ja, 17 Uhr hatte ich damals noch geguckt. Da hieß es noch, kommt in weniger als einer Stunde raus. Ja, und wo ich um 18 Uhr gucken wollte, stand dann nächster Termin, 25. Da hat sich dann im Laufe der Woche auf den 28. immer weiter verschoben. Und trotzdem kann man das Spiel nicht mal spielen. Immerhin haben sie es am Wochenende jetzt behoben. Das ist schon mal... Ja, möchten wir auswuchten. Das ist schon mal positiv anzumerken, aber wie gesagt, traurig, dass ein Spiel dermaßen unfertig auf den Markt kommt. Das war ja nicht mal Early Access. Es war tatsächlich die finale Version. Da hat sich irgendwie die... Ja. Nehmen wir von der Maschine. Ja, möchten wir. Ja, irgendwie Qualitäts... Verhalten bei den Spieleherstellern doch gewaltig zum Negativen hin verändert. Früher musste man halt gute Qualität liefern, da gab es kein Internet, wo man mal eben schnell ein Update raushauen konnte. Da ging das ja alles nur per CDs.
da war natürlich ein ganz anderer Wille vom Hersteller dahinter, das Spiel möglichst fehlerfrei auszuliefern. Oder halt der Download von so einem Patch, der dauerte ewig. Und heutzutage, ja, sieht man dann, was bei rauskommt. Man kann das Spiel nicht einmal spielen. In englischer Sprache wäre es übrigens gegangen. Da hat es wohl funktioniert, nur in, also auf jeden Fall in Deutsch nicht. Da ging die Wuchtmaschine und hier das Radmontagegerät einfach nicht. Ich weiß nicht, ob es in anderen Sprachen auch noch den Fehler gab. Aber wenn ich deutsche Sprache anbiete, muss es auch in deutscher Sprache funktionieren. So, was haben wir denn hier eigentlich? Werkzeugkasten? Ah, sehr schön. Da muss ich raus. So, dann können wir jetzt die Räder montieren. Halleluja. Muss ich mich jetzt auch erst dran gewöhnen, dass das hier über dieses Menü geht. Montagemodus. Montage. Nicht die Montage. Montage von Bauteilen, genau. So. Hat er wieder neue Reifen. Dann haben wir das auch fertig. Und dann, können wir den Auftrag auch abschließen. Nebenbei als Anmerkung, die Schrauben drehen in die falsche Richtung. So. Montage. Zum Festschrauben müssen sie nämlich in die andere Richtung drehen. So rum ist lose. Ist eigentlich ein sehr schönes Spiel, aber es sind dann so paar Sachen, die nicht sein müssen. Der dreht richtig rum. Okay, die drehen also immer in die gleiche Richtung. So rum sind sie halt richtig rum, andere Seite sind sie falsch rum. So, fertig. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie schließen wir denn den Auftrag ab. Zustand des Fahrzeugs. Notizen. Auto an eine andere Stelle bewegen. Auftrag beenden. Alles grün? Passt. So. Schwere Geburt. Aufträge. So, dann haben wir den noch. Nehmen wir natürlich an. Wow, ist das eine bunte Kiste. Auto bewegen. Da. Aufhebebühne. So, dann schauen wir mal, was wir hier machen müssen. Bremsklötze, Bremssattel, Bremssattel, belüftete Bremsscheibe, Bremsklötze. Okay. Dann gehen wir mal hoch mit der Kiste. So, dass wir da vernünftig dran arbeiten können. Auf diese Seite drehen sie richtig rum rein und raus. Auf der anderen machen sie es nicht. So, die müssen auf jeden Fall runter. Da passt es auch von der Drehrichtung her. So, die machen wir weg. Hoppla. Die machen wir weg. Schauen wir mal, wie es auf dieser Seite hier aussieht. Ja, hier drehen sie falsch rum.
Liebe Entwickler, das solltet ihr noch umändern. So, Bremssattel, der ist auch ziemlich kaputt. Also die Grafik ist deutlich besser geworden zum 2015er. Das muss man schon mal sagen. So, den nehmen wir mal auch von da. Bremsscheibe taugt nichts, aber Bremssattel ist noch gut, aber der muss natürlich auch ab. Bremsklötze weg und Bremsscheibe weg. Schauen wir mal gerade, wie es auf der Seite hier aussieht. Und auch hier drehen die Schrauben wieder falsch rum. Diagnose-Modus. Ist noch gelb, okay. Gelb. Gelb. Okay, dann können wir den hier wieder aufbauen. So. Für den Rest kaufen wir neu. Jetzt müssen wir gerade mal im Ersatzteillager gucken. Den Luftfilter können wir verkaufen, den können wir verkaufen, den können wir verkaufen. Den können wir verkaufen. Der hat nicht wirklich noch was gebracht. Bremssattel. Einfach normaler Bremssattel. Okay. Zylinder der Bremszange. Oh, okay. Bremsklötze brauchen wir. Belüftete Bremsscheibe brauchen wir. Zweimal Bremssattel, eine belüftete Bremsscheibe, zwei Bremsbeläge. Der Rest sieht nicht schlecht aus. Also Bremssattel, Bremssattel, Beläge, Beläge und belüftete Bremsscheibe. Bremsen. Eine belüftete Bremsscheibe. Ja, kaufen wir. Bremsklötze. Brauchen wir zwei. Das finde ich gut, dass man jetzt die Anzahl einstellen kann. Bremssattel brauchen wir auch zwei. So. Hammer. Hammer alles. Montage. So, Bremsscheibe. Die sieht jetzt auch richtig, die sieht richtig schick aus. Das muss ich schon sagen. Montage, so. Da wollte ich hin. So, einmal Bremssattel neu. Ja, möchte ich. Und die Felge obendrauf. Es gab übrigens heute schon das zweite Update von dem Spiel. Innerhalb. Also eins kam gestern am Samstag. Und machen wir es so. Montage. Und eins kam heute am Sonntag. Belüftete Bremsscheibe. Ach, da ist er. Bremsbeläge und natürlich dann der Bremssattel oben drauf. Ja. So. Rad kommt noch drüber. Dann hätten wir das hier vorne auch fertig. So, und jetzt nach hier hinten.
Montagemodus. Bremsscheibe. Nicht die beste, aber noch gut genug. So. Ich persönlich würde sowas ja nicht mehr montieren wollen, aber... Der TÜV würde so eine Bremsscheibe nicht mehr durchlassen. Nur so als kleinen Hinweis. So, es müsste eigentlich alles erledigt sein. Repariert, 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 repariert. Wunderbar, Auftrag beenden. Perfekt. So, wir haben zwei neue Aufträge. Einmal Bremseinrichtung muss repariert werden. Okay. Und einmal ein Problem mit den Bremsen. Mayen. Nehmen wir an, oder? Wow, ist das eine Rostkiste? Aber okay, wir sind auch noch eine kleine Werkstatt. Da ist natürlich... nicht viel zu erwarten. Also zumindest keine hochwertigen Autos erstmal. Zustand des Fahrzeugs, Bremsklötze, Bremsscheibe, belüftete Bremsscheibe und Bremsklötze. Also zweimal Bremsscheibe und zweimal Klötze. Okay, jetzt müssen wir nur mal rausfinden, welche. Machen wir mal noch hoch das Dingen. Schrauben wir mal ab, vielleicht haben wir Glück. Und das sind die richtigen. Ja. Wir können aber mal Diagnose machen. Ja, die ist eindeutig rot. Demontage. Einmal. Zweimal. Bremsklötze sahen noch gar nicht so schlecht aus. Ich fürchte, dass hinter dann noch woanders die Klötze. Na. Ach so, demontieren. Doch, ist doch richtig, demontieren. Ach so, ich muss es erstmal anklicken. Hallo? Rücksitz? Wieso Rücksitz? Wieso ging das jetzt auf der anderen Seite nicht? Wieder ein neuer Bug. Würde mich jetzt wundern, weil das wird ja nicht pro Auto unterschiedlich sein. Sondern so ein generelles Ding. So, der kommt weg. Die kommt weg. Können wir die Seite auch anklicken. Sehr schön. Schrauben zumindest mal ab. Und schauen dann. Wow. Die taugen alle nichts mehr, die Bremsscheiben. So, gehen wir mal vorne noch. Mal gucken, welche zwei wir da verschotten. Da sind die Beläge, glaube ich. Ja. Ah, die sind gelb. Orange, aber... okay, nehmen wir mal wieder. Brauchen wir nicht. So.
Bis welchem Ding dürft da GUI Orders Minimum Condition. Also das ist wohl Mindestprozentsatz, in welchem Zustand das Ding sein muss. Und ich hätte es gerade gucken können. Bremsscheibe und belüftete Bremsscheibe und zweimal Bremsklötze. Okay. Dann bestellen wir eine belüftete, eine normale und zweimal Bremsklötze. So. Die belüftete kommt eindeutig hier hin. Montage. Die belüftete einmal. Sie glänzt schön. Nur so als Anmerkung. Hallo? So, und der Bremssattel? Ja. So, und ruf mit dem Ding, dass wir das auch erledigt haben. So, und nächste Seite. Montage. Bremsscheibe. Beläge. Beläge und Bremsscheibe tauscht man eigentlich übrigens immer eigentlich zusammen. Nee, falsch. Also, wenn ich die Bremsscheibe tausche, tausche ich auch die Beläge. So. Hallo? Kann aber auch die Beläge ohne Bremsscheibe tauschen. Also Beläge tauschen wir normal öfter als die Bremsscheiben. Aber wenn halt die Scheibe getauscht wird, dann werden die Beläge eigentlich generell mitgetauscht. So. Ich gewöhne mich auch nochmal irgendwann dran, dass wir nicht die rechte Maustaste drücken. So eine Bremsscheibe würde man normalerweise nicht mehr einbauen. Ja. Weil, wie gesagt, der TÜV so etwas nie im Leben durchgehen lassen würde. So. An sich gefällt mir das Spiel ja schon ganz gut. Also, das Detailgrad ist höher geworden als im 2015er. Wenn sie die Bugs jetzt auch noch rauskriegen, dann wäre es perfekt. So, Auto ist repariert, wir haben ein bisschen Geld verdient und ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und ich hoffe, vom Ton her war es jetzt auch angenehmer. Da tut es mir echt nochmal leid, dass die Musik letztes Mal so laut war. Und ja, ich hoffe, ihr seid dann noch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir uns hier durch die kleinen Aufträge reparieren, um dann endlich mal die Werkstatt was vergrößern zu können. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.